So, wie versprochen, das hier ist eine neue Aufnahme und ich werde direkt weitermachen, die Quests abzugeben. Wir haben ja immer noch den Zucker für Thanos. Und den Whatever. Amethysten. Danke, du bist sehr nett. Oh, ich soll auf mich aufpassen. Und sie schenkt mir Honig. Das ist ja lieb. Fünfmal Honig, danke. Du weißt gar nicht, dass du mir damit aushilfst. Hi, Julian. Wie geht's dir denn so? Ich war jetzt ein bisschen schnell. Ich konnte es nicht lesen, aber wenn ihr es lesen könnt, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Nee, hier waren wir für heute schon. Hallo, Tiere. Oh, sie klingt wieder so traurig. Hallo. Hi, Jamie, wie geht's dir denn? Lang nicht gesehen, ha? Howdy. Ja, wir hatten schon. Aber trotzdem, quatschen kann nicht schaden. Zoe, hier Thanks, bist du denn, babe. Amethyst? Nimmst du den als Deko? Sie fragt sich, ob ich ihr einen Gefallen tun kann. Okay, Abigail hat Wein. Sie hat ihn natürlich nicht gestohlen, aber mitgenommen. Aha. Ich soll mich in die Kirche schleichen? Das ist ein bisschen komisch. Warum sprichst du denn nicht mit Abigail? Oh, Also, Abigail hat wohl Wein mitgehen lassen. Hi. Zoe würde zwar nie sagen, dass das Stehlen ist. Cutie. Naiven. Ach, dem macht es immer noch Spaß zu Jerk. arbeiten. Okay. Wein. Finde den Wein, den Abigail irgendwo in der Kirche hat stehen lassen. Okay. Irgendwie ist es nicht richtig, da einzubrechen, aber irgendwie ist es ja auch nicht richtig, dass sie was mitgenommen hat. Aber wenn er so teuer war und sie wollte ihn unbedingt verkaufen. Ich weiß, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl dabei, aber ich mache die Quest trotzdem. Ei, Excuse weißt me. du, wo der geklaute Wein ist? Ich gehe mal hier lang. Der muss ja nicht mal in ihrem Zimmer sein. Hier nix. Moment. Habe ich jetzt schon irgendwas im Inventar? Tose Clown, okay. Also hier ist schon mal nix. Oh, hier kann ich auch rein. Wie soll ich denn hier Wein finden, bitte? Wahrscheinlich hat sie den irgendwie nach oben gestellt. Also hier sind Betten. Sister Emmy. Excuse me. Okay, wir sind noch nicht genug. Gefunden. So, ab zurück in die Bar. Hey, wir sind ein Sprungtier. Habt ihr das gesehen? Geil. Ich will hier unbedingt mal schaukeln, aber es geht nicht. Wenn es ein bisschen mehr wie Sims wäre, könnte man sich da einfach mal auf die Schaukel setzen. Und das wäre voll schön. Ah, hier bitte. Thanks, babe.
Sie wurde noch nicht geöffnet, das ist perfekt. Diesen speziellen süßen Wein habe ich für Lily's Beans gemacht. Ach, Lily Beans Birthday. Und sie hat mir was gegeben. Ginger Beer. Sell. Oh, Litchi-Eis ist teuer. Macadamia-Eis geht. Wodka brauche ich noch. Die sind nicht viel wert, die verkaufe ich nicht. Das verkaufe ich. Noch ein einzelnes Eis. Ein Hähnchenkuchen. Was soll ich denn noch? Die will sie nicht. Noch irgendwas? Ein Bier? Okay. Ginger Beer. Hatten wir nicht irgendwie so eine Ginger Beer Quest? Nee, Shisha. Na komm, dann kriegst du das auch noch. Hättest mir auch gleich das Geld geben können. So, lief. La, 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 la. Die brauchen wir später, die können wir wieder anpflanzen. Können wir verarbeiten. Kekse sind nicht so wertvoll, dass ich sie verkaufen kann. Also behalte ich sie einfach mal. So, mehr können wir heute nicht reißen. Und deswegen gehen wir jetzt mal in Richtung Bett. Es ist Dienstag, mitten in der Nacht. Wir müssen mal wieder schlafen. Ich wollte ja immer noch in die Höhle. Meine Güte, ich habe das immer noch nicht gemacht. Was kann ich machen, dass ich mal in die Höhle gehe? Ich könnte um 5 Uhr morgens aufstehen, sobald das Feld nicht mehr bewässert ist. Oder ich warte auf den nächsten... Ja, Regentage sind im Winter halt Schneetage. Ich könnte auf den nächsten Schneetag warten. Dann brauche ich mich ums Feld gar nicht zu kümmern. Ach, jetzt seid ihr eingegangen? Boah, ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe ewig darauf gewartet, dass die mal reif werden. Jetzt sind die wirklich alle eingegangen. Vielleicht wachsen die nur in einer bestimmten Jahreszeit und ich habe es mir nicht richtig durchgelesen. Zum Glück kann ich die in der Höhle nochmal finden. Wo es ärgerlich ist, das war so eine gute Geldanlage. Ja, ich weiß, du bist müde. Wir gucken mal, ob wir neue Rezepte finden. Diamanthau. Oh ja, da hätte ich Bock drauf. Kürbiseis. Komm, bitte sag mir, dass es morgen regnet. Das will ich nämlich jetzt noch wissen. 54%. Ja, Daumen drücken, ne? Ich schlafe jetzt mal nur ein bisschen. Es schneit, es schneit. Eine Diamantenwasserkanne klingt gut. Räubusch-Tee-Eis, okay. Das muss neu sein, habe ich noch nie gesehen vorher. Sehr, sehr schön. Und wir können die Turnips verkaufen. Yay. 37, wir brauchen aber 40. Die anderen packe ich mal weg, zusammen mit den Kartoffeln. So. Und in die Kiste hier vorne dürfen noch die Blumen rein. Warte mal, die müssten ja hier drin sein. Gold kann weg. Wir brauchen ja gleich Platz. Ja, die Zäune. Ich lasse sie mal hier drin. Was brauche ich noch gerade nicht? Das hier. Und das. Kaffee darf mit. Das kommt in den Kühlschrank. Was bist du? Du bist ja wirklich ein Clown.
Oh nee, gruselig. Du darfst und du darfst und du darfst. Honigfisch werde ich auch mal verkaufen. Barley. So, und dann war hier noch ein Kühlschrank. Ist hier noch Platz? Ja. Sehr schön. Das muss ich mir mal merken. Daraus werde ich mal was machen. Vielleicht kann ich ja hier noch ein Feld düngen. Da bin ich den Dünger erstmal los. Warum sind die denn hier alle abgestorben? Ich verstehe es nicht. Ich muss hier irgendwas gepflanzt haben, was noch nicht geht. Bin halt ein bisschen überfragt. Was habe ich denn hier hinge? Habe ich was vergessen zu gießen? Habe ich hier irgendwas hingemacht, was für die Jahreszeit nicht bestimmt ist? Ah, Fragen über Fragen, ich weiß es nicht. Vielleicht waren es ja die Sugar Beets. Ich weiß es nicht. Aber es ist schade, wenn ich was verschwendet haben sollte. Okay, hier kann ich ja auch noch mal. Wenn es schneit, dann dürfte das hier alles gleich bewässert sein. So. Ja, das Feld reicht. Ich übertreibe schon wieder. So. Das soll alles in den Verkauf und dann... Achso, die Tiere, ne? Ich muss mich ja noch um die Tiere kümmern. Aber euch geht's noch gut. Also, alles halb so wild. Die will noch nicht? Nö, die sind noch gar nicht so weit. Ihr braucht mal wieder Essen. Du hast ein Ei für mich. Sehr schön. Okay, also wenn es den Tieren so super geht, dann werde ich da jetzt nichts weiter machen. Das Ei ist eins von denen, die ich verkaufen will. Milch darf auch. Das muss ich mir merken. Apfelsaft brauche ich gerade nicht. Die Eier können dann auch erstmal weg. Aber dann habe ich nur noch das hier mit. Und den Dünger werde ich auch mal noch schnell los. Hier vorne kommt da einfach zwischen. Dann habe ich hier mehr Platz für die ganzen Sachen, die wir holen können. Okay. Die Sprintstiefel. Nee. Sehr gut. Wir sind voll geheilt. Es ist noch nicht so spät. Habe ich überhaupt noch Holz? Nee. Ich würde gerne zwei Sachen gleichzeitig machen. Oder nacheinander, besser gesagt. Ich würde sehr gern den Stall erweitern. 160 Holz. Ich probiere es mal so. Ah, das war nicht so optimal, was ich hier gemacht habe. Ich laufe jetzt mal in Eigeschwindigkeit zu dem netten Händler. Viped oder so, wie der heißt. Der uns den Stall verschieben würde. Oh Gott, ich habe schon wieder so viele Payments. Ja, Gepär. Ja. Ja, ich bin toll. Ich weiß, danke. So, lauf, meine Liebe. Wir erweitern den Stall und dann geht's direkt weiter in unser eigenes Höhlenprojekt. So, Move Building. Ja, genau.
Das steht ganz in der Ecke. Nein. Ja, das ist der Stall, den wir verschieben können. Okay. Und ich wäre 9. Und das mache ich jetzt auch noch in dieser Folge. Wieso habe ich Depp bei dir? Oh Gott, ey. Moment, ich mache hier mal einen Folgencut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder beim Händler stehe und den nächsten Stall baue. Bis gleich. Ciao, ciao.